Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Need for Speed Underground Video hier auf Alpha Logistik. Heute schwingen wir uns mal wieder in unsere Nissan 240 SX und fahren damit ein, zwei Rennen. Aber vorher müssen wir tatsächlich noch was anpassen, denn ich habe gemerkt, wir haben noch rotes Neon drunter und das ist natürlich nicht gut. Gibt's gelbes Neon? Ja, gibt's. Die Frage ist halt, oh, weißes Neon. Ja, komm, wir nehmen das Weiße. Wir haben so ein paar weiße Akzente gesetzt. Wow. Ich habe voll gegen mein Mikro geschlagen, es tut mir leid. Aber wir nehmen auf jeden Fall jetzt erstmal weißes Neon und fahren damit einen 6-Runden-Rundkurs gegen Kurt. Und 6-Runden-Rundkurs, das hat definitiv das Potenzial, in Need for Speed Underground sehr, sehr hart und anstrengend zu werden. Aber wir werden mal gucken, wie wir das Ganze meistern. Wir fahren auf jeden Fall gegen gereiste Supras, Integras und eben die Acura RSX von Kurt selber. Und werden mal gucken. Ich glaube, wenn wir das Rennen gewonnen haben, dann sind wir sogar schon auf dem Platz, auf dem Kurt normalerweise ist in der Meisterschaft. Wir haben hier also ein 6-Runden-Rundkursrennen erstmal vor uns und das mit KI-Verkehr diesmal. Also ein relativ langes Rennen plus eben KI-Verkehr. Werden mal gucken müssen, wie das ausgeht und wie gut ich mit der Strecke klarkomme. Ich verrate euch aber ein kleines Geheimnis. Ich habe das Video hier schon mal aufgenommen. Aber OBS ist abgeschmiert und ist mir nach 3 Minuten abgekackt und ich habe es natürlich erst am Ende des Videos gemerkt. Toll, ne? Ja, genau. So habe ich auch geguckt. Und deshalb habe ich auch eigentlich überhaupt keinen Bock, das hier nochmal zu fahren, aber im Endeffekt muss ich es halt machen. Und ja, Need for Speed Underground, die Videos auf YouTube, so viele Aufrufe machen die gar nicht. Aber ich spiele das Spiel sowieso durch. Also egal, ob ich es jetzt hochlade oder nicht, ich zocke das Spiel sowieso durch. Dann kann ich auch ein bisschen was dazu babbeln und das Ganze auf YouTube hochladen. Und wenn nur 5 Leute zuschauen, dann schauen halt auch nur 5 Leute zu. Dann ist mir das egal. Ich habe halt einfach mega Bock auf das Game und deswegen passt das für mich trotzdem. Tatsächlich habe ich im ersten Durchlauf, in meinem ersten Aufnahmeversuch in dem Rennen hier, nur ein einziges KI-Auto abgeräumt. Und ich hoffe, das ist eine Quote, bei der wir diesmal auf jeden Fall bleiben. Das wäre zumindest ganz geil. Ich bin auch sehr vorsichtig gefahren tatsächlich. Habe ein bisschen mehr gebremst und ein bisschen weniger durchgehackt. Und halt einfach ein bisschen mehr aufgepasst, wo ich tatsächlich hinfahre. Und mit der Technik bin ich ganz gut gefahren. Ein bisschen, ja, vorsichtiger und vorausschauender zu fahren. Aber eben auch langsamer. Und wir werden mal gucken, ob das diesmal wieder so gut klappt. Ich sehe auf jeden Fall, bei meinem letzten Versuch habe ich die Konkurrenz deutlich weiter hinter mir gelassen als dieses Mal. Die waren da irgendwie teilweise, also der zweite Platz war irgendwie 18 Sekunden oder sowas hinter mir. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, was da los war. Keine Ahnung. Ob Need for Speed Underground da den falschen Schwierigkeitsgrad gefressen hat, ob ich aus Versehen den falschen Schwierigkeitsgrad ausgewählt habe, ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall habe ich jetzt gerade ein Auto mitgenommen, deswegen sitzt mir die KI im Nacken und mein Nitro ist leer. Und das schon in der dritten Runde, Leute. Das ist ein Fehler, den habe ich in dem anderen Rennen in der fünften Runde gemacht und die KI hat mich trotzdem nicht eingeholt. Kann mich vielleicht einfach ein bisschen mehr konzentrieren. Bin natürlich auch ein bisschen unaufmerksam, dadurch, dass ich eben schon ein bisschen Underground gespielt habe. Aber ich denke mal, im Endeffekt kriegen wir das dann trotzdem irgendwie geschaukelt, das Teil. Und 6 Runden auf dem Kurs, ich meine, wir brauchen nicht mal eine Minute pro Runde. Das hält sich in Grenzen. Es gibt definitiv schlimmere Rennen in Underground. Längere, schlimmere und auch schlimmere Strecken. Da ist die hier, wo wir im Kanal einen relativ langen Teil sogar ohne Gegenverkehr haben, noch verhältnismäßig entspannt. Wir müssen halt immer hier vorne bei den Kreuzungen aufpassen, weil da einem Need for Speed wirklich sehr, sehr gerne Autos in den Weg wirft. Aber auf der anderen Seite müssen wir halt auch so zügig wie möglich da durchkommen und den Kompromiss dazwischen zu finden, das ist auf jeden Fall nicht leicht. So, hier unten durch, vielleicht nicht querspringen, komm, gerade, das war jetzt ein bisschen schief, aber es hat funktioniert. Das mit den Zäunen war keine gute Idee. So, einmal über den Schrottplatz und wieder raus. Dieses rote M erinnert mich irgendwie an das Made My Day Logo. Erinnert sich noch jemand an Made My Day? Kennt das noch jemand? Die haben ursprünglich mal Faktenvideos auf YouTube gemacht. Hat man sich 2013, 14 immer reingezogen damals. Da wurde Clickbait erfunden. Tatsächlich. So, einmal hier auf der Innenseite durch, den Lieferwagen nicht mitnehmen. Jetzt fahren wir mal ein bisschen langsamer, um zu gucken, ob hier was kommt. Aber ich glaube nicht. Oh doch, natürlich kommt hier was. Das war ziemlich knapp, aber es hat uns ein paar Style-Punkte eingebracht. Wenigstens etwas.
Und dann einmal hier rechts rum und dann wieder langsam. Ja, in dem Fall hat langsam nichts gebracht. So, auch hier immer schön vorsichtig durchfahren. Man weiß nie, was kommt. Okay, Leute, KI ist 4 Sekunden hinter uns und es geht gleich in die letzte Runde. Es könnte also tatsächlich, wenn ich irgendeinen dämlichen Fahrfehler mache, was ich gerne mache, vor allem in den letzten Runden, dann könnte es hier auf jeden Fall heute nochmal spannend werden. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir es ausnahmsweise mal ganz gut und locker fluffig für uns entscheiden können. Wenn wir jetzt nicht noch irgendeinen total dämlichen Fehler machen und ein KI-Auto mitnehmen oder sowas. Das muss dann nicht so sein. Aber ab dem Punkt, ab dem wir gleich auf dem Schrottplatz sind, können wir gar kein KI-Auto mehr mitnehmen, glaube ich. Dann gibt es nämlich einfach keine mehr, bis wir im Ziel sind. Deswegen muss ich dann nur noch aufpassen, keine Säule, keine Kante oder sonst irgendwas mitzunehmen. Und dann haben wir es zeitlich, oder was heißt zeitlich, aber im Vergleich zur KI definitiv sehr gut geschafft. Zwischen den Säulen da vorbei, das sieht doch gut aus. Leute, perfekt. So soll es laufen. Das Rennen haben wir auf jeden Fall wieder für uns dominiert, sage ich euch. Ja, wir haben ein neues Magazin-Cover. Ich trinke mal einen Schluck Cola. Und was wir heute noch machen werden, ist einmal dieses wunderschöne Drift-Turnier. Das fahren wir heute noch. Ich werde die Folgen in Zukunft probieren, ein bisschen kürzer zu halten. Ob es klappt, werden wir dann sehen. Aber dieses Drift-Turnier sollten wir auf jeden Fall noch schaffen. Der Kai Rieger hat mir in die Kommentare geschrieben, ich soll doch mal versuchen, ein bisschen längere Drifts zu ziehen, auch wenn es schwierig ist. Und das werden wir mal so ein bisschen ausprobieren heute. Und mal gucken, wie das so funktioniert. Und wie Driften generell funktioniert. Wie gesagt, ich habe das hier alles schon mal aufgenommen, deswegen muss ich mich auch nicht mehr ans Auto gewöhnen und es funktioniert von vornherein ganz okay. Ich will mich immer noch nicht als guten Drifter in Need for Speed bezeichnen, aber es funktioniert zumindest ganz okay. Und sagte er und driftete geradewegs in eine Wand rein. Nein, ist dann nicht eindrehen. Ja, mein Problem ist beim Driften eigentlich oft, dass ich viel zu lange auf dem Gas stehen bleibe. Manchmal wäre es sinnvoll für den Drift oder für den Slide, einfach mal kurz vom Gas runterzugehen, dann lässt sich die Karre auch lockerer fangen und dann fährt man im Zweifelsfall auch nicht in die Wand oder rutscht zu weit nach außen. Okay, da sind wir jetzt fast umgekippt. Ja, okay, fast umgekippt ist ein bisschen übertrieben. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Wir haben mit den linken Reifen die Bodenhaftung deutlich verloren. So, einmal die Bonuspunktezone mitnehmen. Okay, 10.000er Drift, 11.000er Drift ist gut. Ist mir egal, wie der endet. Hauptsache, wir haben die Punkte gesaved. Too slow juckt mich dann, ehrlich gesagt, in den Punktebereichen auch nicht mehr. Wenn ich meine 11.000 Punkte kriege, kriege ich meine 11.000 Punkte. So, einmal hier rum. Die Strecke ist tatsächlich auch nicht perfekt fürs Driften. Es kommen gleich noch eine oder vielleicht sogar beide. Dieses eignet sich ein bisschen besser. Da konnte ich im ersten Aufnahmeversuch tatsächlich ein bisschen bessere Drifts drauf ziehen. Müssen wir gleich mal gucken, wie gut das diesmal klappt. Jetzt, wo ich es gesagt habe, wird es wahrscheinlich mit Ansage scheiße. Ja, immer schön hier außen die Bonuspunktezone mitnehmen. Haben wir auch einen 10.000er Drift locker in der Tasche. Nochmal außen die Punktezone mitnehmen, aber Optimalfall nicht gegen die Barriere fahren. Ja, okay, das hat ganz gut geklappt. Oh, Pringles-Werbung, cool. So. Erstes Rennen des Turniers gewonnen. Weiter geht's zum nächsten. So, das können wir einmal überspringen. Und los geht's. Komm rum. Jawohl. Dankeschön. Jawohl. Jawohl. Nein. Okay. Gut. Eingedreht. Ach, schade.
Driftgott bin ich nicht, weder Need for Speed Underground noch in irgendeinem anderen Rennspiel. Driften liegt mir einfach in keinem Spiel. Aber ich krieg's zumindest hin, dass es, sagen wir mal, halbwegs funktioniert. Und solange es punktemäßig oben rechts für den Sieg reicht, ist mir auch egal, wie gut oder schlecht es aussieht, wie viel ich in die Wand setze oder. Hauptsache, es funktioniert. Der Zweck heiligt die Mittel und so. Jawohl, einmal hier die Tonne mitgenommen. Ich glaube, mein Headset fängt gerade mal wieder an zu piepen, weil der Akku leer geht. Natürlich zum besten Zeitpunkt, den man sich hätte aussuchen können dafür. Boah, scheiße. Den hätte ich jetzt nicht wegwerfen dürfen. Den hätte ich überhaupt nicht wegwerfen dürfen. Irgendwie habe ich gerade das Driften verlernt. Im ersten Aufnahmeversuch bin ich mit der Strecke tatsächlich sehr gut klargekommen. Aber jetzt gerade ist hier irgendwie, ja, die Luft raus. Kann man, glaube ich, einfach mal so sagen. So, 6600, jawohl. Und nochmal kommen 10.000. Ja, okay, 8.000 reicht auch. Dafür haben wir uns jetzt halt auch eingedreht. Also viel beschissener als ich kann man eigentlich gar nicht driften. Ich glaube, das ist eine Qual, sich das hier anzugucken. Nur 9.000 Punkte. Ich bin aber auch, und das muss ich zu meiner Verteidigung sagen, ich habe in letzter Zeit immer wieder Underground 2 privat gezockt. Und deswegen bin ich auch so ein bisschen das Underground 2 Drift Handling gewöhnt. Ich habe es nämlich zum Laufen gebracht. Ich habe ja auch ein kleines Tutorial gemacht für die HD-Texturen von Regozool. Und habe da einen alten Spielstand ausgegraben, wo ich noch nicht durch war mit dem Spiel. Und spiele da jetzt einfach mal so ein bisschen weiter. So ein bisschen aus Spaß. Und erstens ist das Spiel knackerhart. Zweitens ist das Drift Handling minimal anders. Aber auch das normale Handling in den Rennen gefällt mit Underground 1 irgendwie ein bisschen besser. Es ist ein bisschen weniger untersteuernd. Kann aber natürlich auch sein, dass ich in Underground 2 einfach das falsche Auto gefahren bin mit dem Audi TT3 2er Quattro. Gut, ist halt ein Quattro, deswegen untersteuert er sowieso ein bisschen. Das muss man auch noch bedenken. Gut, wir schalten natürlich ein paar Vinyls frei. Aber das, was wir eigentlich haben wollen, werden wir am Ende dieses Rennens kriegen. Und mehr sage ich dazu nicht. Ich will es schließlich nicht spoilern. Obwohl, wer weiß, was man nach einem Need for Speed Underground Turnier normalerweise freischaltet. Der weiß es im Prinzip ja schon. Phänomenaler Drift, 2500 in die Wand. Bin ich als Streetcross-Strecke in Underground 2 neulich gefahren. Fast genau den gleichen Ablauf. Hat da tatsächlich ziemlich Bock gemacht mit dem TT auf so einer kleinen Strecke. Auch wenn viele Leute die Street-X oder Streetcross-Rennen Underground 2 nicht mögen, ich finde die tatsächlich ganz cool. Boah. Okay. Wand haben wir berührt, aber zum Glück zu spät. Die Punkte hat mir das Spiel trotzdem noch gegeben. Probieren hier nochmal ein bisschen zu sliden und uns so ein bisschen aufzuschaukeln. Komm. Ich will nicht sagen, dass es gut läuft, aber es läuft. Und punktetechnisch sind wir ja definitiv ganz gut in Führung und das, obwohl ich auf schwer spiele. Ja, obwohl das selbst für meine Verhältnisse gerade keine guten Drifts sind, was ich hier mache. Das habe ich im ersten Aufnahmeversuch definitiv besser hinbekommen, aber wie gesagt, wenn man das zum zweiten Mal macht, dann ist die Aufmerksamkeit, jo, das war jetzt aber extrem scheiße, aber dann ist die Aufmerksamkeit halt auch einfach nicht mehr so da. Aber aufgenommen haben wollte ich den Part hier trotzdem schon mal, damit Underground zumindest halbwegs regelmäßig kommt, auch wenn es fast niemand sieht, aber gut. Okay, ist ja auch nicht schlimm. So, und dann nochmal hier links rum. Bonuspunktezone mitgenommen. Insgesamt 10.502 Punkte. Boah, okay, der Drift hier ist gerade mega gut. 30.000 da, jawohl. Perfekt, damit haben wir es, glaube ich, eindeutig gewonnen. Ja, und nochmal ein 7000er zum Schluss oben drauf gelegt. Also, die letzten paar Drifts, die schmecken. Die waren gut.
Und ihr seht schon, wir haben neue Leistungsteile freigeschaltet. Ich würde sagen, die bauen wir noch einmal ein, bevor ich den Part an dieser Stelle dann auch mal beende. So, Customize Ride, Performance, und da geht es los bei ECU. Rein damit, Hersteller ist mir im Prinzip egal, macht glaube ich eh keinen Unterschied. Turbo Package rein und Brake Kits rein, dann dürft ihr das Auto im nächsten Part definitiv besser fahren. Aber bis dahin, ich wünsche euch eine schöne Zeit, vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, ciao, ciao.